Ja, ich bin ja durch Zufall, muss ich sagen, dazu gekommen, dass ich der Obmann der parlamentarischen Freundschaftsgruppe mit der Ukraine bin und deswegen sehr viel Kontakt mit den Abgeordneten von dort habe. Ich auch mit Beate Meinl-Reisinger in Kiew und in Lemberg war. Und dort war das auch schon ein Thema, gibt es eine Chance auf einen Frieden? Und alle haben dort gesagt, natürlich ist die Ukraine bereit zu verhandeln, aber für einen Frieden, der der Ukraine natürlich eine ordentliche Überlebenschance gibt. Und das, was wir jetzt hören, gerade von Lavrov wieder, ist, die Führung muss weg. Dann schaue ich russisches Fernsehen und dort heißt es, entweder die Ukraine gibt es gar nicht oder sie muss zerstört werden. Das sind so die beiden Varianten. Und kürzlich ist jetzt auch noch ein Tschetschene aufgetreten, also ein Militärführer, ein Mann, der also zum Diktator Kadyrov sehr nahe ist und der gesagt hat, also eigentlich müssen jetzt die Tschetschenen und der Oberste, ja, also er meint Allah, müssten gemeinsam mit den Russen den Westen, den dekadenten Westen bekämpfen. Also auf einmal wird das ein Kampf Islam plus Putin gegen den Westen. Das ist ja alles nur mehr völlig irre. Und wenn sich der Orban dann dort auch noch positioniert, dann muss ich sagen, dann gehört er wirklich nicht mehr in die EU. Wozu man ja sagen muss, im Prinzip ist das, was in der Ukraine passiert, ja nicht zuletzt auch dem geschuldet, dass die ehemaligen Satellitenstaaten weggebrochen sind und einige dazu zur NATO gegangen sind und Russland jetzt für unser Dafürhalten wahrscheinlich einfach einen irgendeinen Balken dazwischen haben will, zwischen dieser westlichen Welt, in der zum Beispiel LGBTQ akzeptiert und geachtet wird, während in Russland man ja weiß, dass sie immer noch verfolgt werden. Eben. Gibt es in Russland keine Homosexuellen? Na, selbstverständlich gibt es dort auch Homosexuelle. Und warum sollen die kein Recht haben, ganz normal zu leben, wie sie bei uns leben können? Wobei man sagen muss, auch bei uns gab es ja lang genug Diskriminierung und die gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Aber das als Beispiel für den dekadenten Westen, das ist Teil des Menschseins, dass es Homosexuelle gibt. Punkt aus. Und deswegen wüsste ich ja nicht, worüber man da verhandeln soll. Und deswegen verstehe ich auch nicht, was Orban hier will. Aber das Gefährliche ist ja, dass Putin alles dafür tut, um uns in der Europäischen Union zu spalten. Das macht er mit dem Gas, das ein bisschen wieder schickt und dann wieder nicht schickt. Er versucht, uns Angst zu machen. Das machen Geheimdienstler. Ja, das ist ja sein ursprünglicher Beruf. Das kann er ja wirklich. Versucht, uns Angst zu machen. Und wir müssen uns gemeinsam dagegen stellen. Und ich zitiere am liebsten Robert Schuman, der Außenminister Frankreichs, der in seiner Rede 9. Mai 1950 gesagt hat, Europa wird wachsen durch die Solidarität der Tat. Und das ist erstens ein schönes Zitat und zweitens stimmt's. Immer wenn Europa zusammengehalten hat, ich verweise auf die vielen Krisen und ich war lang genug auch Korrespondent in Brüssel und in Bonn und habe das ja alles verfolgt, die vielen Krisen haben wir Europäer gemeinsam überstanden durch die Solidarität der Tat. Und ich erwarte wirklich, dass der Bundeskanzler Nehammer da bei der Solidarität Europas ist und deutlich sich gegen Orban ausspricht. Wo macht Russland Schluss oder wie wird es weitergehen? Was glauben Sie? Naja, auch da, wenn ich russisches Fernsehen höre, sie machen sicher nicht Schluss, wenn sie die Ukraine besiegt haben. Das kann man auch all aus diesen Wortmeldungen heraushören. Dann müssen wir Polen angreifen, weil Polen eben sehr solidarisch ist. Natürlich sind auch die baltischen Staaten gefährdet. Deswegen ist das auch mit der Osterweiterung der NATO immer so ein Thema. 1990, und ich war auch da dabei, bei der Charta von Paris im Herbst 1990, wurde beschlossen, das Selbstbestimmungsrecht der europäischen Völker, das es ja in Zeiten der Sowjetunion nicht gegeben hat und dann schon geben sollte. Und wer sagt den Polen, ihr dürft nicht der NATO beitreten? Oder wer sagt den Litauern, ihr dürft nicht der EU beitreten? Das wäre ja gegen diesen Vertrag, den auch Russland unterschrieben hat. Und Russland hat noch was gemacht. 1994 haben die ja alle Atomwaffen der Ukraine bekommen dafür, dass sie die Grenzen der Ukraine gesichert haben. Und der Geheimdienstler Putin hält von all dem nichts. Die Frage ist, wohin geht er? Ich glaube nicht, dass er Selenskyj stürzen kann. Das war ja das ursprüngliche Ziel. In wenigen Tagen Kiew angreifen, Selenskyj ausschalten und die Ukraine übernehmen. Das wird nicht gelingen, sondern ich fürchte, und ich sage das wirklich mit großem Schmerz, dass es nicht anders gehen wird, als dass die Ukraine weiter aufgerüstet wird, um sich zu wehren militärisch. Weil wenn die Ukraine besiegt wird, dann sollen auch wir besiegt werden. Das ist aus all diesen Wortmeldungen klar. Wie stehen Sie eigentlich zu den Sanktionen? Es gibt in Österreich auch eine Partei, die vehement gegen Sanktionen gegen Russland ist. Die anderen befürworten sie alle. Müsste man nicht noch viel weiter gehen? Müsste man nicht sagen, wir müssen die Krise irgendwie überstehen, aber wir dürfen eigentlich überhaupt kein Gas und Öl mehr aus Russland kaufen? Naja, das ist natürlich schwierig. Was heißt das für uns? Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir so viel Gas, und da vermisse ich schon, dass die Regierung das früher begonnen hätte, so viel Gas wie möglich organisieren aus allen anderen Quellen, die es gibt. Ein bisschen werden wir das russische Gas noch brauchen. Aber klar ist, dass die Sanktionen nicht nur notwendig sind, sondern dass sie auch wirken. Das ist ja auch etwas, also im Prinzip hat der Putin diesen
Krieg der Medien verloren und den Krieg um die Öffentlichkeit hat er verloren, weil die paar Leute, die auch auf Twitter noch für ihn trollen, das sind ja nur ganz wenige. Aber er versucht es umso mehr, indem er eben auch in die Gesellschaft hinein sagt, die Sanktionen seien schuld. Nein, es gibt ja aufrechte Verträge. Und die müssen ja das Gas liefern nach diesen Verträgen. Also sind nicht die Sanktionen schuld, sondern dass er sich nicht an Verträge hält, ist schuld. Und daran muss man ihn erinnern. Aber das Wichtigste ist natürlich, so viel Gas wie möglich von woanders her bekommen. Gibt es noch irgendwelche Sachen, mit denen wir von Putin rechnen müssen? Er ist so unberechenbar geworden. Was könnte noch passieren? Ich habe schon mal im Nationalrat gesagt, auch so weh mir das tut, er ist natürlich ein Terrorist. Also ich glaube, jemand, der so KGB geschult ist wie er und sicherlich, um es vorsichtig zu sagen, von terroristischen Aktivitäten des KGB oder FSB, Nachfolgeorganisation, zumindest gewusst hat, der weiß, wie es geht, auch andere Staaten terroristisch zu bekämpfen. Ich glaube, man muss alles von ihm erwarten und die Hoffnung ist halt, dass sich innerhalb Russlands und innerhalb der russischen Führung und der vielen reichen Menschen, die es dort gibt, durchsetzt, dass sie nachhaltig dem Land schaden. Wenn man denkt, dass weit über 100.000 sehr gut ausgebildete Menschen schon aus Russland weggegangen sind, dann heißt das ja was. Wir wissen weiters, dass die Chips und andere Details, die ihnen fehlen werden, natürlich zu einer weiteren Rezession, sie haben ja schon eine Rezession, zu einer weiteren Rezession in Russland führen wird. Und mir tun die Menschen in Russland leid, wenn die im Winter dann auch in der Kälte sitzen müssen. Aber dazu wird es kommen, wenn die Wirtschaft Russlands völlig vor die Hunde geht. Letzte Frage. Einige sagen, Putin muss weg, aber wäre das nicht gefährlich? Würde das nicht zu einem Machtvakuum führen und zu noch einer gefährlicheren Situation? Also da gibt es Leute, die sich noch viel besser auskennen im Kreml als ich und auch die wissen keine Antwort auf diese Frage. Ich glaube, da zu spekulieren hat keinen Sinn. Das ist die Entscheidung Russlands, das ist die Entscheidung natürlich der Menschen in der Umgebung. Man hört, dass viele im Militär auch verstanden haben, dass die militärischen Ziele nicht zu erreichen sind. Und deswegen auch eher sich zurückziehen wollen. Meine Hoffnung war, dass eben die reichen Leute es verstehen würden und Putin entsprechend Druck machen würden, dass auch die Mütter, ja, wo die Särge der Söhne nach Hause kommen, irgendwann auf die Straße gehen. Aber so weit sind wir leider noch nicht.